Hallo, hallo Freunde chinesischer Tablet-Kunst. Ich habe heute das Review fertig. Ich habe das Review nicht fertig, denn das Review, das fange ich gerade erst an. Auch zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch das Video anschaut, ist das Review fertig. Dumm schwätzen, Haken. Es geht um das Odo Cube X5. Beziehungsweise, es ist total verwirrend. Ich habe jetzt gerade nochmal die technischen Daten nachrecherchiert. Ja, bei Gearbest. Und da steht, Odo Cube, schräger, Cube, Free Young X5, in Klammern, T8 Pro. Okay. Also entweder ist es eine Gemeinschaftsproduktion oder Odo Cube und Cube sind ein und die gleiche Firma. Hat man ja auch schon. Und ob das Gerät jetzt Free Young X5 oder T8 Pro heißt, das weiß ich nicht. Spielt aber eigentlich auch keine Rolle, oder? Es ist halt ein Tablet für 141 Euro gerade. Ist jetzt gerade noch eine Promo. Es ist ein 8 Zoll Gerät und es sieht schick aus. Und es kommt auch mit starken technischen Daten daher. Die kennt ihr schon, denn ihr habt mit ganz großer Sicherheit das Unboxing gesehen. Und wenn nicht, dann habt ihr es vermutlich nicht gesehen. Okay, ich habe das Gerät jetzt einige Tage in Gebrauch gehabt und es ist mal ein etwas höherpreisiges Gerät, ne, mit 145 Euro. Ob sich das dann aber auch tatsächlich lohnt und man doch lieber neue Schuhschrankscharniere kaufen sollte, weil die alten eingerostet sind, das deshalb quietscht, das bekommen wir heute raus. Viel Spaß! So, Freunde, kommen wir mal wie immer zum Anfang des Reviews zu den technischen und wirtschaftlichen Details. Da haben wir 5 Meter Länge im Originalzustand. Teile der Rolle haben natürlich hier den Alltagstest nicht überstanden. Material ist reinste Raufaser, Herstellungsland ist China und da hätten wir 22 Cent pro Meter. Samtig kratzig findet ihr in jedem China-Laden. Ein Link zum Produkt findet ihr diesmal nicht in der Videobeschreibung. Oh, das hagelt Daumen nach unten. Aber für alle die bereits den Mauspfeil über den entsprechenden nach unten gerichteten Daumen gerichtet haben, ich habe noch ein Giveaway im Forum am Laufen. Zumindest eins noch für ein Tablet. Könnt euch anmelden, demoschus.de. So, nachdem wir das geklärt haben, es geht natürlich um das Odo Cube X5. Wir nennen das jetzt einfach mal so. Wie es heißt, das ist jetzt einmal dahingestellt. Ist ein 8 Zöller mit einem Full HD IPS LCD-Panel mit einem 8783 von MediaTek. Beinhaltet einen Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz pro Kern. Der Mali T420, 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB Festspeicher. Wir haben einen SIM-Schacht. Das heißt, wir können SIM-Karten einlegen. LTE wird zwar unterstützt, aber kein Band 20. Die verfügbaren Bänder, das findet ihr unten dann in der Videobeschreibung. Den Link dazu, Gearbest, habt ihr die komplette technische Beschreibung. Jetzt nur die kurze Übersicht. Bluetooth 4.0, GPS und Wi-Fi sind natürlich auch mit dabei. Der Akku ist dann 5000 mAh stark. Was er leistet, das erkläre ich euch so gegen Ende des Reviews. Android 7 läuft dann drauf und somit haben wir ungefähr alles durch. Und wir kommen zu dem Schluss. Es ist schon ganz vernünftig, was da so drinne steckt. Mit dem Gewicht, kann ich leben, 340. Exakt 340. Die Abmaße sind soweit okay, recht schlank. Das Verhältnis zwischen Display und Gehäuse, das geht auch soweit in Ordnung. Sicherlich alles jetzt nicht unbedingt auf Premium-Niveau, aber okay. Das Display hat mir gesagt, Full HD auf 8 Zoll, 1920x1080 Pixel. Und wenn wir uns das hier näher anschauen, dann sehen wir, es ist schon ziemlich scharf. HD hätte mir hier auf jeden Fall nicht mehr gereicht, aber mit Full HD kann ich mich hier durchaus zufrieden geben. In dem Preisbereich absolut okay. An was? Aber auch die Wiedergabe hier der Farben, das sieht gut aus. Richtig gut. Blickwinkel stabil ist es natürlich auch. Sicherlich jetzt nicht wie ein Premium-Gerät, aber es ist schon vollkommen in Ordnung. Denn es handelt sich um ein IPS-Panel, das hatten wir am Anfang ja schon erwähnt. Ja, kann was. Definitiv. Mir gefällt's. Für Multimedia super geeignet. Auch wenn es bei einem Tablet nicht unbedingt so dramatisch ist wie bei einem Smartphone, aber das Display ist nicht so eingabefreudig, wie ich das gern gehabt hätte. Das heißt, wenn man jetzt schneller Texte eingeben möchte, dann kommt es halt zu Fehlern. Zu Fehleingaben, das heißt, Eingaben werden entweder nicht wahrgenommen oder es wird irgendeine falsche Eingabe gemacht. Das geht aber noch. Das ist jetzt nicht, dass ich das als Problem bezeichnen möchte, aber wirklich, wenn man richtig schnell schreibt, dann kommt das Display hier nicht mehr hinterher, also der Touchscreen, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Und ich hatte das Gerät auf dem Kopf, ohne es zu merken. Tada, so ist es richtig rum.
Wie euch mit Sicherheit schon aufgefallen ist, haben wir hier oben eine Hörmuschel neben der Frontkamera und neben dem Sensor. Ja, das wird auch als Phablet ja angeboten. Also eine Mischung aus Tablet und Smartphone. Ich persönlich habe das Gerät aber wirklich nur als Tablet getestet, denn ganz ehrlich, irgendwo hört der Spaß auch auf, was die Größe der Smartphones angeht. Und da dreht das Bild nicht wieder zurück, weil ich Drehen deaktiviert habe. Jetzt bleibt er tatsächlich so. Okay, gucken wir mal. Ja, jetzt geht's. Man kann also tatsächlich das Bild auch sperren. Und zwar dann gedreht. Wieder was Neues gelernt. Also zurück zum Thema. Das ist für mich hier kein Smartphone mehr. Absolut nicht. Das ist absolut ein Tablet von der Größe. Das passt in keine Tasche rein. Also und damit telefoniere ich auch nicht. Ich habe mir noch nicht so ein Brett ans Ohr. Auf der Seite haben wir Android 7 drauf und da ist auch an sich nichts gemacht. Genauso wenig bringt hier auch AutoCube irgendwelche eigenen Apps rein. Die habe ich hier alle installiert. Ja, jetzt sind sie auch recht zahlreich. Aber da war ursprünglich nichts. Also nur die Google Apps und die Android Apps. Aber darüber hinaus nichts. Das kann man jetzt als positiv oder negativ empfinden. Aber ja, wollen wir wieder Witze machen? Wollen wir Witze machen über das UKW-Radio? Was im Übrigen nicht funktioniert. Das finde ich ja wohl zu geil, ja. Um das Radio zu benutzen, müsst ihr Kopfhörer reinstecken. Allerdings ein Kopfhörer mit Strippe. Eine möglichst lange, ansonsten habt ihr keinen Empfang. Ich meine, wir können LTE und Geschwindigkeiten, von denen wir vor 10 Jahren nur geträumt hätten. Ja, kann man heute mit einem blöden kleinen Popel-Tablet machen. Aber Radio gehören, ja, das geht nicht. Dafür brauchen wir dann schon, da muss man noch eine Strippe dranhängen, eine Antenne. Gut, ihr wisst auch schon mal Bescheid. Also hier, naja, nur Stock Android. Systemaktualisierung habe ich bisher nicht bekommen. Das heißt, ich weiß nicht, ich habe ja mit AutoCube auch dann noch nicht so die Erfahrung. Ich weiß nicht, ob die ihre Serien pflegen, ob sie überhaupt pflegen, ob das nur in dem Preisbereich nicht gemacht wird oder ob es schlichtweg bei dem Gerät im Moment nicht notwendig ist. Man kann ja auch nur Updates rausbringen, wenn man was updaten möchte. Hier die Software, die lief absolut stabil. Ihr seht, dass ich einiges an Apps installiert habe, da ich auch keine Probleme gehabt. Die Apps selber laufen auch alle. Das heißt, es stürzt nicht ab. Das Gerät startet auch sich zum Beispiel auch nicht neu. Ja, wie ich das hier mit meinem Onda-Tablet zum Beispiel immer mal, also nicht das, was ich gerade verschenke, sondern mein neues. Ja, da habe ich das zum Beispiel. Es ist nicht so, dass die Probleme jetzt grundsätzlich gelöst sind. Das startet sich gerne mal neu. Hier aber nicht. Läuft stabil. Die Apps laufen auch alle und die laufen auch alle stabil. DRM-Info, wichtig hier für Netflix und Co. Also wenn wir streamen wollen, und da haben wir CNC ClearKey, wir haben Google White Wine Modular DRM und das war's. Ja. Microsoft Play Radio wird nicht unterstützt, Adobe Primetime auch nicht und Marlin DRM und was es so alles gibt. Wer ein hochauflösendes Display haben möchte, der braucht auch entsprechende Performance, um das zu befeuern. Deshalb schauen wir uns den AnTuTu Benchmark doch mal an. Ich weiß natürlich schon, was dabei rausgekommen ist. Sind wir mal großzügig, rund 44.000 Punkte. War für mich jetzt auch ein bisschen Überraschung, weil mir nämlich der MediaTek 8783T hier nicht so viel gesagt hat. 3 GB RAM, das finde ich dann vollkommen in Ordnung. Ja, ich weiß, 4, 6 GB, ich glaube, es gibt sogar schon Geräte mit 8. Aber das ist völliger Blödsinn. So, und laut AnTuTu haben wir dann hier einen Nähesensor verbaut. Das würde auch Sinn machen. Hier oben sind nämlich 2 Sensoren nebeneinander. Und den brauchen wir auch zum Telefonieren. Nicht zwangsläufig, ist aber komfortabler. Lichtsensor ist dabei. Zeige ich euch gleich. Adaptive Helligkeit, Gyroskop unkalibriert und Beschleunigung. Und bevor ich das aber zeige, noch Geekbench habe ich auch. Ach, sind wir ja schon hier im richtigen Reiter. Single-Core 701, Multicore 2886 Punkte. Und was hatte ich euch gerade versprochen, dass wir nochmal im Einstellungsmenü danach schauen, unter Display, Einstellungen und Display. So, Mirror Vision ist dabei, da können wir noch ein bisschen an dem Display rumspielen, ne, wie an sich selber abends, wenn keiner hinguckt. Und adaptive Helligkeit können wir hier aktivieren, deaktivieren, ne, damit wird die Display-Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht angepasst. Ganz feine Sache. Mit Mirror Vision können wir hier außerdem, wenn wir Lust haben, nicht nur die Farben ein bisschen nachregulieren, wir könnten uns hier auch so ein bisschen einen Behelfslesemodus einrichten, indem wir nicht die Sättigung verändern, sondern die Farbtemperatur. Ja, können wir jetzt hier ein bisschen kälter machen, ein bisschen wärmer. Das soll ja schließlich angenehmer für die Augen sein. Die Kamera, die hat so seine Eigenheiten, ist auch egal. Jedenfalls, der Autofokus ist nicht sehr zuverlässig, was mir vor allem bei Nahaufnahmen halt aufgefallen ist. Das heißt, wenn man hier reingeht, da sieht man gar nichts. Ja. Kläglich versagt, ist aber auch allgemein nicht so gut. Also die Makroleistung ist nicht so gut von dem Gerät. Ob man das jetzt braucht für ein Tablet, das sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber die Außenaufnahmen, gut, das jetzt nicht unbedingt. Hier auch, hier habe ich den Fokus auf die Blümlein halt im Vordergrund gemacht. Und die sind trotzdem, ich habe ewig versucht, die scharf zu stellen. Aber das konnte der erst ab einer gewissen Reichweite. Und hier sehen wir natürlich dann, okay, hier, also da brauche ich das nicht mal im Großen zeigen. Ja.
hier, was das Licht angeht, ne, völlig überblendet, das ist totaler Rotz. Aber bei einer gleichmäßigen Auslichtung im Freien, ne, da kann man tatsächlich vernünftige Bilder machen, im Freien halt, ne, wenn man halt Bock hat. Seht man hier der Himmel, also die Farbwiedergabe ist ganz gut, auch die Verteilung der Schärfe bin ich auch ganz zufrieden. Und die Schärfe im Allgemeinen, ja, da braucht man ein bisschen hier auch, um das scharf zu stellen und dann geht das schon. Ich zeige euch die Bilder natürlich gleich nochmal in groß, aber vorher noch ein Beispiel für die Frontkamera, die habe ich auch mal benutzt. Finde ich beim Tablet ehrlich gesagt noch wichtiger als die Hauptkamera, denn da benutze ich echt lieber mein Smartphone, da ist eine ordentliche drinne. Aber Frontkamera, klar, zum Skypen zum Beispiel. Und wenn wir uns hier mal genau, ne, meine Hautunreinheiten anschauen. Nee, die hat glücklicherweise die Kamera hier nicht erfasst, dafür braucht man schon was Besseres, aber es reicht zumindest, um hier eben vernünftig zum Beispiel zu skypen oder auch von mir aus mal ein Selfie zu machen und auf irgendeiner von diesen völlig überflüssigen sozialen Seiten zu teilen. Ich zeige euch jetzt die Bilderchen noch in groß und da könnt ihr euch ja dann selbst einen Überblick verschaffen, ob das halt in Ordnung ist oder nicht. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, von den Tablets, die ich bisher so getestet habe, gut ist das ein etwas teureres, aber ist die Kamera echt mal vernünftig. So, das ist Werbung. Kann man sich doch auch reinziehen. Aber das ist unrealistisch, weil das ja schließlich ein Video ist. Nein, weg. Jetzt sind wir in einem echten Spiel drin. So, jetzt geht's doch endlich mal los. Ich habe sonst immer Need for Speed, aber ich dachte diesmal ein anderes Game. Das liegt aber auch daran, weil beim Need for Speed Most Wanted kriege ich jetzt fast immer einen Serverfehler. Das ist ziemlich nervig. Ich wollte irgendein 3D-Game und das sieht doch ganz lustig aus. Hui, das war knapp. Und läuft absolut flüssig, obwohl es, denke ich, ja, in Full HD dargestellt wird. Die Lautsprecher, die werde ich euch gleich noch ans Mikro halten, die sind aber auch ganz okay. Ist aber kein Stereo, sondern ein Mono, so wie ich das mitbekommen habe. Und hier kommen wir jetzt, oh, das schaffe ich nicht. Boing! Ich hab's geschafft. Ist doch wunderbar. Hui! Oh ja, oh, gibt's mir Lenker. Oh ja, oh Lenker, du bist so geil. Oder mache ich es gerade mit einem Tank? Ich kann es gar nicht sagen. Ich frage mich überhaupt, wo da bei der Karre eigentlich der Tank sein soll. Und das ist wahrscheinlich ein E-Moped. Hm? Die sind ja, wenn wir schon in der Gegend rumfahren, völlig sinnlos. Dann doch zumindest umweltfreundlich. Yeah. Voll anstrengend, dass die ganze Zeit, oh, meine Güte, bin ich froh, dass das jetzt aus ist. Die Lautstärke der Lautsprecher oder des Lautsprechers, wir können mal schauen, hier ist auch nur ein Grill vorhanden auf der unteren Seite, also gehen wir mal ganz stark davon aus, das ist Mono. Die ist wirklich fantastisch, also die Lautstärke, ja, darauf beziehe ich mich jetzt wieder, die ist, also man kann das Ding euch aufdrehen ohne Ende. Wenn man uns ganz laut macht, allerdings fängt es an ein bisschen so zu scheppern, dann wird es schon ein bisschen unangenehm, sollte man nicht machen, aber muss man auch gar nicht, weil ganz ehrlich, wenn man, das ist dann zu laut, aber es sind gute Lautsprecher, Punkt. GPS-Test war diesmal ein bisschen aufwendig. Das heißt, er hat eine Weile gebraucht. Bestimmt, ich habe den einfach irgendwann stehen lassen, da hat er so 10 Minuten gebraucht. Hat er irgendwann einen Fix gehabt, ewig lang, 2D-Fix. Beim ersten Mal dauert es ein bisschen länger, aber dann ist die Genauigkeit ist ganz vernünftig und sollte somit für Navigation auch ausreichend sein. Das WLAN ist erstaunlich schlecht. Wert von 7, und das ist jetzt nicht der erste Test, das ist der zweite. Hier bei Ergebnisse sehen wir den anderen aus 7. Ich weiß, jetzt ist hier nur ein Ergebnis, weil er das jetzt noch nicht beendet hat. Ach doch, jetzt ist es da. Sehr schön. Also 2x7, das ist nicht so gut. Also der Router ist ja natürlich jetzt ein bisschen weiter weg, sonst würde ich den Test nicht machen. Und wir sehen auch, dass der Empfang hier massiv schwankt, kann das sein? Oder ist das irgendeine, keine Ahnung. Jedenfalls, ihr seht, der Empfang ist ziemlich weit unten. Also das WLAN-Modul, das ist nicht so toll. Wenn wir die Reichweite zum Router verringern, dann gehen die Werte natürlich nach oben. Bluetooth habe ich mit einer Box getestet und das, also mit meiner Bluetooth-Box, das funktioniert ganz einwandfrei. Connected schnell, gute Übertragung, keine Probleme, keine Fehler, keine Abbrüche. Der Akku, den habe ich wie immer mit Antutu-Tester getestet. Das wäre dieses kleine Programm hier, dieses kleine feine Programm. Und das testet dann den Akku bzw. das Gerät unter folgenden Bedingungen: Spielen, Surfen, Office. Ohne Disziplin, die ich vergessen habe. Einfach testen. Ja. Kann man natürlich dann nur machen, wenn der Akku, das wäre sinnvoll, wenn der Akku komplett voll ist. Und da habe ich dann einen Wert von
3,4 Stunden gemessen. Also 3,4 Stunden kann man am Stück das Gerät mit einer durchschnittlichen Nutzung halt nutzen, halt, also Office und Zocken. Hier, das ist übrigens cool, da sieht man die Temperatur vom Akku, hier sieht man die Auslastung vom CPU, die natürlich dann beim Gaming-Test höher ist als zum Beispiel bei irgendeinem Office-Test und natürlich verbleibender Batteriestatus. Ja, also 3,4 Stunden, das ist, hätte ich gesagt, bei der Akkukapazität ein bisschen mehr erwartet, aber wir haben noch den Full-HD-Display, das Full-HD-Display, was der MediaTek, den kann ich auch nicht und weiß auch nicht, was der genau an Strom zieht, wie dem auch sei, wisst doch schon mal Bescheid, 3,4 Stunden habt ihr durchschnittlichen Akkubetrieb. Und damit haben wir jetzt erstmal alle wichtigen Sachen getestet. Das war jetzt natürlich alles sehr, sehr trockener Mist hier. In der Praxis kann ich euch sagen, im Internet surfen ja zum Beispiel, das macht mir den Teil echt Laune, läuft auch absolut flüssig. Bekommt ja, meine Güte, geschweige denn sowas Banales, sage ich jetzt mal, wie hier auf Full HD sich YouTube-Videos reinzuziehen. Das funktioniert natürlich auch einwandfrei. Ja, das geht alles flott, es ist schnell bedienbar und 8 Zoll hier. Auf Full HD, macht schon ein gutes Bild. Ja, seht ihr die Farbwiedergabe? Na toll. Jetzt sieht man gerade nicht so viel. Scroll mal ein bisschen vor. Putsch. Das sieht doch richtig gut aus. Und ich habe auch viel YouTube damit geguckt. Ich habe auch viel damit im Internet recherchiert. Das war mein Daily Driver, was Tablets zumindest angeht. Ja, wie gesagt, als Smartphone habe ich das Ding jetzt nicht in meine kleine Jeans gepresst. Daher hat das hier die Aufgaben eines Tablets auch wunderbar erfüllt. Ich war mit dem Gerät voll und ganz zufrieden. Ich finde den Preis von 140 Euro an der Stelle ziemlich fair. Richtig, Nachteile habe ich jetzt soweit nicht entdeckt. Das WLAN-Modul ist sicherlich nicht das Beste hier. Aber ich bin in der Regel im gleichen Raum mit dem Router, deshalb hat mich das jetzt soweit nicht getroffen. Beziehungsweise die restliche Wohnung wird dann per Repeater sozusagen komplett abgedeckt. Ja. Die Kamera, ja, kann man halt mal, wenn man halt kein Smartphone zur Hand hat, mal ganz vernünftige Fotos machen. Die Verarbeitung selber, da ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen. Das ist ganz vernünftig. Wir haben ein Metall-Unibody, es ist schlank, das Gerät, das Gewicht geht auch in Ordnung. Keine Ahnung, fällt mir jetzt soweit nichts Negatives auf. Wie gesagt, Verarbeitung hier war auch ganz zufriedenstellend. Ja, hier der Power-On-Taster, drunter Lautstärke-Wippe, funktioniert alles fantastisch. Hier so eine angeschrägte Kante, das finde ich auch ganz okay. Das Design selber, was soll man da jetzt hier groß sagen, ne? Vorderseite eben nur Front, da kann man höchstens das Verhältnis zwischen Display und Gehäuse bewerten. Rückseite sehr clean, hier oben doch mal die zwei Streifen hier für die Antennen. Eins kann man hier auch dann abmachen, ja, um die zwei SIM-Karten oder auch, wenn man halt das möchte, eine Micro-SD-Karte einzulegen. Ja, das hier unten, das ist dann einfach nur fest. Also, wie gesagt, größere jetzt wirklich Nachteile habe ich, ihr habt ja jetzt ja das Review ja gesehen. Also ihr könnt euch ja auch selber ein Bild machen, dafür braucht ihr mich jetzt nicht. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Review bzw. den Alltagstest hier war mein täglicher Begleiter und habe ich mich auch gerne von begleiten lassen. Das X5 hat soweit eigentlich einen echt vernünftigen Job gemacht. Ich bin zufrieden. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meinem kleinen Review. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann macht am besten gar nichts. Abonniert vielleicht meinen Kanal, wenn ihr neu hier seid. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Hoffe ich zumindest. Bis dahin. Ciao.